Gallusfest in der Krienzer Galluskirche wird selbstverständlich jedes Jahr ein Festgottesdienst gefeiert. Im etwas speziellen Jahr 2020 war hier jedoch einiges anders. Masken, Desinfektion, aber eigentlich aus der Not heraus wurde auch etwas ganz Neues geboren. 12 Sängerinnen und Sänger, die sich auf der Orgelempore verteilten, sodass alle Sicherheitsabstände eingehalten werden konnten. Richtigem Herzen hören und Frucht bringen in Geduld. Ja, man sieht, das 21. Jahrhundert hinterlässt deutlich seine Spuren in der Kirchenmusik. Doch im Chor gibt es manche, die schon seit dem 20. mitsingen, schon seit einem Vierteljahrhundert, etwa Frau Lodewichs hier im Vordergrund. Ich war sehr überrascht, als Toni gekommen ist und angefragt hat, ob wir das machen sollen. Und ich war sofort begeistert und habe gesagt, sofort, ich mache mit, gerne. Und es ist wirklich sehr, also wunderbar. Das Proben ist gut, das Singen ist gut. Mir gefällt's sehr. Toni, der junge Chorleiter Toni Rosenberger, bringt viel Dynamik mit und auch so manche kleine Eigenkomposition. Ich denke, das ist ganz toll, dass das so spontan innerhalb von 2 Tagen eigentlich auf die Beine gestellt werden hätte können. Mir macht es sehr Spass, so zu arbeiten. Und vielleicht ergibt sich ja etwas daraus, wo wieder mal die Möglichkeit besteht, so zu singen. Wir haben jetzt am 25., also nächsten Sonntag, gerade noch mal gesagt, ja, wir machen noch mal etwas. Das ist toll. Vielleicht kann ja etwas weiteres daraus entstehen.